am Nordrand der Alpen. Diesmal 8-11er Split. Viel kleiner. Kabelkanal, immer noch nicht gefüllt. Jetzt kommt der kleine Schotter heute dran. Der ist 8x8x16. Verfüllt das Ganze. Natürlich haben die Katzen zwar heute nicht reingekackt, aber gleich daneben hin in den Haufen und in das Hochbeet da hinten. Gleich zwei Katzenschüsse, also wenn es nicht bald aufhört. Also was ich hier noch mache, ist die Balken ablängen und Stahlbalkenschuhe anbringen, um die Verbindung relativ stabil und schnell zu machen. Das alles erfolgt mit Nägeln und geht eigentlich ziemlich prima voran. So, jetzt ist Balkenschuhe dran genagelt. Es kommen zwei Zwischenbalken, das ist die Längsbalken. So, die erste Stufe ist fertig. So, ich habe jetzt das Gerüst fertig und auch noch diverse Netze. Sieht man hier mit solchen bunten Schrauben und Muttern angeschraubt, ein bisschen im Boden versenkt, so etwa 5 cm. Da kommt dann außen Schotter drauf und noch runde Kieselsteine. Sollte der Untergrund wohl frei sein von, frei bleiben, von Katzen, Ratten, Waschbären, Dachsen, Füchsen und allem anderen Zeug, das sonst Höhlen baut. Das ist semi-elegant, ein bisschen verworfen durch die Stützen hier. Aber das macht nichts, weil die Terrasse ja ungefähr bis hierher kommt und dann sieht man das quasi nicht mehr. Also man legt sich auf den Boden. Wasser fließt wieder. Das Rohr ausgebaut. Neues Rohr eingebaut und ich hoffe, es hält, inshallah. Sauna angekommen, Fass angekommen. Ist riesiger als man denkt. Ganz schönes Monster. Einige Feigen. Falsche Jahreszeit, ja. Das sind die ersten Feigen. Ziemlich steinhart noch. Und dann hat es ein komisches Tier, das da diese Äste abknabbert. Hier auch. Ja. Das ist irgendwie doof. Wären wir jetzt Afrika, hätte ich gesagt, das ist ein Elefant. So. Jetzt haben wir noch diese XPS-Platten eingebaut. Die Sauna steht dann eigentlich auf diesem Sockel. Ich überlege, ob ich noch eine Folie drauf tue, aber es bringt wahrscheinlich nicht viel, weil die Seitenwände dann von der zusätzlichen Dämmung unter die Holzkonstruktion gezogen werden. Also wenn, dann wird es nur vorne was bringen. Jedenfalls eine nette Terrasse hier. Natürlich einer der Planungsfehler, die nur mühsam sind, aber nicht anstrengend, ist, wenn man zu wenige Terrassendielen gekauft hat. Und das ist eben die Winterabdeckung. Das ist quasi die Sauna. Kommt schon gut. Das unten wird noch, was jetzt gelb ist, und hinten wird noch grau gestrichen. Ja. Nice view, Greenhouse.
Palace. Birke. Garten, die absolut ultimative Übersicht. So, die Terrasse auch fertig. Es ist kein Segelschiff, aber zumindest ein Deck. Schön, so ein aufgeräumter Garten, kurz vor dem Wintersturm. Morgen kommt der Schnee. So, da kann man doch gleich ein bisschen die Vögelchen füttern. Badam, badam, badam. Wo sind wir rausgekommen? Das ist immer spannend, gell? Und zwar genau dort, wo wir fast rauskommen wollten. Unglaublich perfekt. So, Gott sei Dank das Kabel eingezogen endlich. Das war der schwierigste Teil. Jetzt wird's leicht. Warte mal schlägen. Ja, ja, nee, das passt schon so. Dann kann man derweil die Dose halt unten auf die Plattform. Nicht die hier ab, oder? Ja, vielleicht eine Spur länger, oder? So. Ja, so denke ich. Pass auf, das Kabel nicht anschneidest. Noch verdrillen und dann die Waggelkehr mit drauf. Ja. Ja. Und das war Powerheads. Licht. Was? Ist nicht so falsch. Ist nicht so falsch, oder? Super.